Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Hinter-den-Kulissen-Video. Ich nehme euch also mal wieder ein bisschen mit und zeige euch, was ich in den nächsten Tagen hier so veranstalte und so mache. Es liegen wieder so ein paar ganz coole Sachen an und ich denke, es könnte für euch ganz interessant sein. Generell brauchen wir einen coolen Namen für dieses Format. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, dann packt sie einfach in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen. Es geht halt generell darum, euch alles so ein bisschen zu zeigen, was einmal hinter den Kulissen abgeht und was irgendwie nicht so richtig in ein separates Video gehört oder reinpasst oder wo es sich nicht lohnt, ein separates Video zu machen. Das heißt, so ein Mischmasch davon, das ist halt dieses Format. Und wenn ihr Ideen habt, dann lasst sie mich auf jeden Fall wissen. Ja, ansonsten würde ich sagen, nach dem Intro geht's los. Viel Spaß dabei! Das heutige Video wurde von Thermal Grizzly und der Cryonaut Extreme Wärmeleitpaste unterstützt. Sie bietet eine maximale Wärmeleitfähigkeit, ist besonders langlebig und neben Extreme Overclocking auch bestens für Luft- und Wasserkühlungen geeignet. Mehr Infos gibt es über den Link in der Videobeschreibung. Heute soll endlich mein Serverschrank ankommen, den ich vor einigen Wochen bestellt hatte. Im Moment sieht das hier noch ziemlich chaotisch aus, weil halt alles einfach nur provisorisch ist. Hier oben kommen meine ganzen LAN-Kabel raus. Und das soll jetzt hier alles in den Serverschrank rein, beziehungsweise dieser Asus-Router, der kommt dann halt oben drauf. Ich weiß, das ist jetzt hier hardware-technisch wahrscheinlich nicht die allerbeste Lösung, aber so werde ich das erstmal betreiben. Ich habe die Komponenten ja jetzt auch da und dementsprechend, probieren wir das erstmal. Der Schrank kommt im Prinzip da in die Ecke, das heißt, das Regal kommt hier natürlich komplett weg und da haben wir auch schon Zubehör dafür liegen, zum Beispiel das da hinten, das ist das Patchfeld und das ist so ein Einlegeboden, damit ich dann die Fritzbox und das NAS wahrscheinlich da drauf stellen kann. Ja, ich bin super gespannt. Ich warte jetzt einfach mal, bis DHL vorbeikommt. Das ist auf jeden Fall ein ordentlicher Brocken, auch ungefähr 30 Kilo schwer. Der Postbote ist extra bis direkt vor die Haustür gefahren, damit er es nicht so weit schleppen musste. Absolut verständlich natürlich. Und so sieht das aus. Die Verpackung insgesamt ganz okay. Hier und an der Kante, ich hoffe, dass das Ding in Heile ist. Das war in den Rezensionen meist so der größte Knackpunkt. Da haben die Leute alle gesagt, Qualität und so weiter, alles top. Aber bei manchen Leuten ist er halt leider schon defekt sozusagen angekommen. Und ich hoffe, dass hier alles passt, weil ich habe jetzt echt so lange drauf gewartet. Und ich glaube, eine Reklamation würde halt wirklich wieder Monate dauern. Schauen wir mal rein, wie das Ding aussieht. Ich denke mal, insgesamt geht der Zustand auf jeden Fall klar. Also ist jetzt keine 1 plus mit Sternchen, aber zumindest keine größeren Beschädigungen. Dieses Seitenblech hier ist irgendwie rausgerutscht und hat da unten die Aufhängung so ein bisschen zur Seite verbogen. Das war jetzt aber nicht so dramatisch. Glasscheibe ist heile. Sieht so aus, als müsste ich jetzt mit dem iPhone weiterfilmen. Sorry, wenn in den letzten Aufnahmen der Ton irgendwie ein bisschen doof war oder irgendwie so ein Rauschen die ganze Zeit zu hören war. Die Kamera hat irgendein Problem. Also wenn ich mein Ohr dran halte, dann höre ich wie so einen kleinen Lüfter, so von der Geräuschkulisse her. Und das hört man auch auf der Tonspur. Keine Ahnung, was da los ist. Zum Glück ist noch ein bisschen Garantie drauf, also vielleicht einschicken. So, weiter geht's. Ich habe mir das Teil jetzt schon mal ein bisschen angeguckt und habe auch die Tür rausgebaut. Es ist wirklich ein ordentlicher Klotz. Also im Nachhinein frage ich mich, ob die 45er Tiefe nicht auch gereicht hätte. Das ist jetzt halt das 60 cm Modell. Aber warten wir mal ab, bis das alles soweit verbaut ist. Im Inneren ist es jetzt natürlich ein bisschen dunkel. Die ersten Katzenhaare sind auch schon drin. Der war nämlich schon gucken. Und dann haben wir hier Montagematerial für die Schienen. Da müssen ja dann die einzelnen Komponenten dran befestigt werden. Das heißt Patchfeld, Switch, so ein Ablageboden, eine Steckdosenleiste und so weiter. Und dann haben wir da noch so kleine Kabelchen für die Erdung. Da hinten sind die Befestigungen für die Wandmontage. Oben auch nochmal. Ich muss hier jetzt erstmal noch Montagematerial organisieren, das war nämlich nicht dabei, ist aber auch kein Problem. Ich denke mal, vernünftige 10er Dübel, 8er Schrauben, dann sollte das halten. Ist auch eine massive Kalksandsteinwand, also da sehe ich kein Problem. Ich habe den Schrank jetzt mal hier hingestellt, wo er hin soll. Die Position an sich passt auch, aber ihr seht schon, das ist eine ganz schön knappe Nummer.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass der mit 60 cm in der Höhe angegeben war. Vielleicht habe ich mich aber auch verguckt. Auf jeden Fall sind es 64 cm. Und ja, unten hänge ich jetzt quasi schon auf der Steckdose drauf. Also es ist wirklich knapp. Und oben sieht das Ganze so aus. Aber hey, es scheint zu passen. Und ja, somit machen wir das jetzt einfach mal so. Ja, für die weitere Installation, da nehme ich mir jetzt erstmal ein bisschen mehr Zeit, mache das hier alles schön ordentlich. Der ganze Kram muss später ja auch noch in einen schicken Kabelkanal irgendwie und dann geht das da oben alles rein. Ja, Strom kommt von unten und dann richte ich das bei Gelegenheit ein und zeige euch natürlich aber auch noch das Ergebnis. Gerade kam mal wieder ein Paket an. Ich dachte erst, es wäre was anderes drin, wo ich auch dringend schon drauf warte. Aber es ist ein Paket von Logitech gewesen. Die hatten vor ein paar Tagen gefragt, ob sie mir was schicken dürfen. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Ihr wisst vielleicht, dass ich schon seit quasi Anfang an meinem Arbeitssetup mit einer MX Master arbeite. Meiner Meinung nach die beste Maus, die man sich fürs Arbeiten kaufen kann. Machen wir mal auf hier. Hier drin befindet sich erstmal die brandneue MX Master 3S. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe aktuell den Vorgänger, also die MX Master 3. Und ja, da gibt es ein paar Verbesserungen und unter anderem ein viel, viel leiseres Klickgeräusch, beziehungsweise eigentlich klickt es jetzt gar nicht mehr richtig. Und das werden wir gleich mal vergleichen. Und dann haben wir hier noch das MX Mechanical Keyboard. Da bin ich auch gespannt drauf. Ich habe aktuell die Apple-Tastatur, aber ja, probiere ich auf jeden Fall mal aus. Die Frage ist jetzt natürlich noch, was hier in diesem Kasten drin ist. Hier haben wir auch noch eine Karte. Feel the moment. Passend dazu bekommst du deinen eigenen kleinen Bonsai-Baum zum selber pflanzen. Ach, hör auf. Das ist ja mega cool. Okay, ich glaube, das muss ich mir in Ruhe mal anschauen. Sind das verschiedene Bonsai-Arten? Vermutlich, okay. Das finde ich wirklich cool. Mal gucken. Also irgendwie Update-Video in, keine Ahnung, wie schnell wächst so ein Ding. Ja, in ein paar Jahren wahrscheinlich, keine Ahnung. Ob es was geworden ist oder nicht. Aber ey, Daumen hoch an Logitech. Sehr geile Idee und vielen, vielen Dank für das Paket. Damit beschäftigen wir uns bei Gelegenheit auf jeden Fall noch ausführlicher. Ich habe jetzt hier mal meine MX Master 3 geholt. Die sieht natürlich schon ein bisschen benutzt aus, aber wie gesagt, ungefähr 2 Jahre und ja, täglich viele, viele Stunden. Ich nutze die Sachen ja doch relativ umfangreich. Und so sieht das Ganze in neu aus. Es ist erstmal die gleiche Form, es ist prinzipiell auch die gleiche Maus, also deswegen ja auch nicht MX Master 4, sondern halt 3S. Und das Einzige, was mich jetzt eigentlich erstmal kurz interessiert, ist das Klickgeräusch. So war es... Manni, was genau ist eigentlich dein Problem, hey? Immer wenn ich was aufnehme, wa? Nein. Wie hängst du da überhaupt? So hört es sich bei der MX Master 3 an und, oh, tatsächlich, also wirklich viel, viel leiser. Ja, aber trotzdem angenehm, also es ist immer noch ein vernünftiger Klick, es ist so ein bisschen weicher, aber es fühlt sich gut an, also ja, auf den ersten Eindruck finde ich nicht schlecht und es ist halt wirklich schön leise. Also das finde ich schon mal gut, werde ich auf jeden Fall die nächsten Wochen etwas umfangreicher testen. Ich habe jetzt mal alle meine Sachen, die ich bisher da habe und die ich jetzt halt ja vorerst zumindest erstmal nutzen möchte, soweit eingebaut. Natürlich, der fehlt noch super, super viel. Ich habe ja noch gar keinen Switch und so weiter. Das heißt, das Patchfeld ist aktuell auch noch nicht wirklich im Einsatz. Ich habe das jetzt erstmal alles direkt oben an den Router gehängt. Das muss ich dann bei Gelegenheit alles mal vernünftig fertig machen. Auch mit den richtigen Längen der LAN-Kabel und so weiter. Ja, ein bisschen Licht im Schrank, damit man vernünftig was sieht. Gut, ist jetzt halt so ein PC-LED-Ding. Das heißt, ich kann hier jetzt schön noch ein bisschen Farbe ändern. Oder wie wäre es mit dem RGB-Modus? Weiß jetzt nicht, wie der angeht. Demo. Ja. Naja, auf jeden Fall, so sieht das alles hier aus. Wir können nochmal gerade einmal aufmachen hier. Zack. Und ja,
So weit, so gut. Dieser Boden hier, der biegt sich leider ein bisschen durch. Weiß nicht, eventuell muss ich den noch ein bisschen stützen oder so. Aber ich denke mal, für den Anfang ist das erstmal ziemlich in Ordnung. Diesen Tisch habe ich heute mit einem Kollegen zusammen hier runter ins Studio getragen. Der stand nämlich vorübergehend oben in meinem Arbeitszimmer. Den hatte ich als provisorischen Aufnahmetisch dort erstmal hingestellt, weil das Studio ja noch nicht einsatzbereit war. Da fehlte ja noch der Boden und so weiter, als wir hier eingezogen sind. Und deswegen war der Tisch halt erst oben. Ist sauschwer. Und ja, jetzt bin ich ganz froh, dass er hier steht. Ist noch nicht die finale Position und so. Aber das wird ein neues Aufnahmesetting mit einem ja hoffentlich super coolen Hintergrund. Also an die Wand da hinten, da kommt, weiß ich noch nicht genau, Deko, Beleuchtung, irgendwas Geiles hin. Und dann kann ich die Kamera hier hinstellen, wo wir quasi gerade stehen. Dann können wir mal ungefähr so Pi mal Daumen halt. Ja, ungefähr so. Und dann stehe ich halt hinter dem Tisch und kann euch dann irgendwelche Sachen zeigen, erklären. Und ja, das Ganze eben mit einem coolen Hintergrund. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Früher habe ich das in ein bis zwei Videos auch schon mal gemacht, aber das war immer ein Riesenaufwand, weil ich quasi mein halbes Studio umbauen musste. Und das wird hier definitiv besser. Man kann den Tisch übrigens hier unten ganz einfach höhenverstellen. Mit einer Hand ein bisschen schwierig. Wollte jetzt nicht, dass er so hochknallt. Aber dann können wir das einfach ja, auf die richtige Höhe fahren. Und das Einzige, was nicht so geil ist, ist halt hier dieses Loch in der Platte. Aber gut, da kommt so eine Abdeckung rein. Dann kann man es eventuell tatsächlich als Kabeldurchführung nutzen. Und ansonsten, tja, ist da halt so eine Plastikabdeckung, ne? Was willst du machen? Der NZXT-PC steht hier immer noch unverändert rum. Genauso habt ihr den im letzten Video ja auch schon gesehen. Und es fehlen nach wie vor die korrekten RGB-Controller. Sie sollen jetzt wohl in der Post sein, aber sie sind halt noch nicht da. Und ich finde es echt super schade, dass sich das Ganze so verzögert, weil eigentlich wollten wir mit dem Video kurz nach Veröffentlichung von Gehäuse und Mainboard rausgehen. Und das ist inzwischen halt irgendwie über einen Monat her. Aber naja, können wir nicht ändern. Ich hoffe, dass wir das bald hier fertigstellen können. Und bis das soweit ist, widmen wir uns jetzt einem anderen System. Nämlich dem Waterforce 80 Projekt. 80 wegen dem Mainboard. Sieht man jetzt leider nicht, aber das ist das 80. von 200 Boards. Die falsche Grafikkarte ist jetzt trotzdem drin. Die AIO-Variante. Wir kriegen im Moment keine andere ran. Das erkläre ich aber alles in dem Video. Falls es schon online ist, verlinke ich es oben beim kleinen i. Und ja, Custom CPU Loop und IO-gekühlte Grafikkarte. Mal schauen, wie das alles so wird. Ich habe hier hinter mir gerade die ersten Aufnahmen in dem neuen Setting gemacht. Und zwar habe ich die An- und Abmoderation für das Aorus Waterforce Video aufgenommen. Das hat schon mal gut funktioniert. Ich finde, es sieht auch alles ganz cool aus. Es wird natürlich über die nächsten Wochen und Monate noch deutlich weiterentwickelt. Aber für den ersten Stand ist es, denke ich, ganz in Ordnung. An der Stelle verabschiede ich mich auch hier, ja, in diesem Video und hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren oder per Daumen da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao.